Es ist Sonntag, der 23. August. Ich begrüße Sie hier auf dem Bahnhof Thun mit einem Wort aus Jesaja 55, dem 6. Vers. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Allzu dumm, jetzt ist mir der Zug abgefahren. Dabei habe ich mir Mühe gegeben, rechtzeitig auf dem Perron zu sein. Eine Kleinigkeit ist mir dummerweise dazwischen gekommen. Die Schweizer Uhren sind halt eben gnadenlos. Einige Sekunden sind dann eben schon, die bedeuten schon das Aus für mich. Jetzt muss ich schauen, wie ich weiterkomme. Es ist mir nun ganz allein passiert, aber neulich, da habe ich gehört, eine ganze Jungschar stand auf dem Perron, war schon eine halbe Stunde vorher dort. Irgendwie ist der entscheidende Fehler nicht rausgekommen, jedenfalls ist der Zug abgefahren und sie standen dann immer noch auf dem Perron. Es kann auch sogar ganze Gruppen treffen, aufgrund irgendeines Missverständnisses. Sie haben den Lagerplatz dann doch noch erreicht. Jetzt kommt auch noch Jesaja und sagt, get on board, little children, das ist ja ein alter Spiritual, steig jetzt noch ein, solange du kannst. Irgendeinmal ist der Zug abgefahren. Nur dummerweise hat man bei Gott nicht einen solchen Fahrplan, wo man genau lesen kann, dann und dann fährt der Zug ab und vorher musst du einsteigen, sonst stehst du allein auf dem Perron, bist zurückgelassen, left behind, wie man sagt. Nein, es ist nicht so gemeint, was Jesaja uns heute sagt, geht in eine komplett andere Richtung. Gott ist nicht ein Zug, der wegfährt, er ist viel zu gern bei den Leuten. Er steht am liebsten den ganzen Tag hier und lädt die Leute ein, in seinen Wagen. Er bleibt am liebsten bei den Menschen. Immanuel heißt ja, Gott bleibt bei den Menschen, er wohnt bei den Menschen. Es muss also andere Gründe geben, wenn man ihn verpasst. Gott ist also nicht abgefahren und er fährt auch nicht gerade heute und morgen weg. Das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist das viele Rangieren, das wir haben. Auf unseren Bahnhöfen werden die Gleise vollgestopft mit anderen Dingen, mit anderen Zügen, mit anderen Wagen, vielleicht Kühlwagen, vielleicht Güter, vielleicht Schrottwagen, wo man Schrott transportiert. All das viele steht jetzt plötzlich auf diesem Gleise, wo der Zug des Herrn eigentlich halten sollte. Werden wir doch einmal konkret. Wie sollen Menschen, auch junge Menschen, Gott suchen, wenn es verboten ist, in Schulen zu beten, wenn das Schulgebet abgeschafft wird, wenn die Bibel aus der Öffentlichkeit verdrängt wird, wenn auch die christlichen Symbole in den Institutionen nicht mehr angebracht werden dürfen, aus Angst, man würde jemanden irgendwie verletzen? Wie sollen unsere Schweizer ihren Gott finden, wenn alle diese Dinge nicht mehr möglich sind, wenn auch um die Präambeln gestritten wird von Verfassungen, wo Gott nicht mehr als der Allmächtige erscheinen soll, und wenn an den Universitäten selber, wo die Theologen ausgebildet werden, die Nachfolge Jesu Christi mehr oder weniger zur Belanglosigkeit erklärt wird oder sogar ins Lächerliche gezogen wird. In diesem Jahr wird ja auch der Mann gefeiert, der, wie es auf einer großen Zeitschrift fettgedruckt zu lesen war, der die Welt neu erschaffen hat und den Schöpfer in die Ferien schickte, nämlich Charles Darwin. Aber solange es noch ein hinterstes, letztes Gleise gibt, solange dieses letzte, hinterste, meist unbenutzte Gleise halt nicht mehr in den Schulen, halt nicht mehr in der Öffentlichkeit, irgendwo in stillen Winkeln noch existiert, wo der Herr noch seinen Zug abgestellt lässt, heißt es immer noch bei Jesaja, steigt meinetwegen halt auf dem hintersten Gleise noch ein, aber steigt noch ein, solange nicht auch dieses Gleise geräumt wird und mit etwas anderem belegt ist. Kommt noch zu diesem letzten Gleise, denn auch hier wird einmal rangiert werden. So ist das zu verstehen und ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag.